Das ist doch was, Alter. Ja, genau. Alter. Oh. Ja, pfeifen über die Schüsse. Ja? Ja. Alter. Herkommt. Was das hier hört? Ja. Specht oder sowas, denke ich. Specht. Die haben jetzt neue Vogelgeräusche implementiert. Das stimmt gut. Mhm. Kann man nicht meckern. Gefällt mir. Die Büsche haben sie auch anders gemacht, wenn du durchläufst. Hm. Ja, die sind das aber nicht. Zwar langsamer, aber das in ihrem Saft nicht grün. Ganz so zurück. Und sie nicht so ganz so dicht, ja. Mhm. Dicke! Alter, oh, hab ich den. Oh, hinter uns! Nein! Alter, was war das? Gut. Da ja, kam ich... ein Mann runter. Ja! Oh, was waren das für Mann. Typen, Alter? Ich hab dir noch Fischguss. Eins gegeben, aber das hat nicht gereicht, ich musste nachladen. Oh. Fischguss. Moin, hallo und herzlich willkommen. Matze wieder am Start und. Als Quest haben wir heute Humanitarian Supply von Peacekeeper. Das heißt, wir müssen die LKWs markieren und 10 Scavs in unserer beschissenen Schlumpfenuniform über den Haufen schießen. Da bin ich dann, 37. Hört sich irgendwie schwerer an. So, wie machen wir das am besten? Okay, wir gehen hier hinten lang. Da haben wir ja die Steps hier hinten. Was leckt denn jetzt hier so? Dann haben wir die Sniper-Steps, dann laufen wir hinten lang sozusagen am Ressort oben rein. Ich würde sagen, das ist Norden, ne? Vom Norden her. Und markieren den ersten Truck. Dann laufen wir runter zur Baustelle und markieren den zweiten Truck. Haben bis dahin hoffentlich unsere 10 Scavs erschossen und können diesen blauen Lappen ausziehen. Obwohl ich befürchte, danach kommt dann die nächste blaue Schlumpfen-Uniform-Quest. Einer ist da. Ich sehe ihn nicht. Wer schießt hier? Hallo. Die Arschgeigen, ich habe sie gar nicht gesehen, als sie wie blöde das Feuer eröffnet hatten. Ah, der war das. Okay. Na gut, was war das? Oh. What?
dann. Die RT, Junge, die rattert aber auch ordentlich. Richtig geiles Monster. Wie er noch einen Berg runtergerutscht ist. Naja, da haben wir schon mal 4 von den kleinen Arschkalken. Jetzt die 2 Sniper und unten noch ein paar Skeps. Könnte man vielleicht schon 7 bis 8 haben und dann brauche ich nur noch 2 Tracks markieren und dann hat sich's erledigt. Wenn ich jetzt die Scavs erschieße, ja, warte mal, das ist ja, das zählt ja nur für die Scavs. Also wenn ich jetzt die 10 Scavs mit der stumpfen Uniform erschieße, draufgehe und dann mit der normalen Rüstung reinkomme und die Tracks markiere, müsste es ja trotzdem zählen. Sniper habe ich, glaube ich. Bleibt nur noch Nummer 2. Habe ich den? Auch sehr nice. Können wir uns an den Bunker anschleichen. Da vielleicht noch 2 Skeps niedermähen. Hochrammeln, das Ding markieren. Runterrammeln, 2 Skeps noch erschießen. Den scheiß anderen Truck noch markieren. Das verwirrt mich jetzt total immer so. Ich weiß eh immer schon nicht so richtig, in welchem Busch das Ding ist. Und wenn es dann auch noch nicht da ist, weil es zufällig generiert wird, ist der Matze komplett am Ende. Wie er da liegt, Alter. Und der andere auch. Alter, wie sie da liegen. Alle beide gleich. Hat er einen Scav gepumpt? Oder war das mein Sohn, der gerade hier vorbeigeschlurft ist? Ja, hier ist irgendwas. Pitchten hier. Was sind das für Geräusche? Ich höre immer Brummgeräusche, aber hier ist keiner. Immer so wie. Doch.
So, das war's, Kev Nummer 7. Junge, ich war gerade auf Streets. Junge, da hab im Lexus aufgeräumt. Was wollt ihr dann von mir hier, ihr Lappen? Man muss immer schon eine große Schnauze haben. So, jetzt. Jetzt da hoch, das Ding markieren. Das waren gerade. Waren gerade PMCs am Werk. Naja, was soll's, die leg ich um. Die Großschnauze, bloß weil er Hein aus dem Lexus entkommen ist, nachdem er dort ein Massaker angerichtet hat. Mit seinem Schrottgier. Aber hätte ich wirklich nicht für möglich gehalten. Ich bin das erste Mal hier reingestürmt. Was heißt nicht reingestürmt? An der Schranke rein, hinter der Schranke gesessen und wurde dann vom MG-Schützen niedergemäht, nachdem ich da ein paar weggemacht hatte. Und dann hatte ich mir ein Video angeschaut, welche Möglichkeiten es gibt, weil so oft war ich da nie, eigentlich ehrlich gesagt gar nicht, seitdem der Boss da drin rumgeistert. Und ja, hab dann in dem Video auch mitbekommen, welchen Schlüssel man braucht, um da hinten reinzukommen. Und dachte, ja, das ist der Weg, den der Matze gehen möchte. Und dann brach dort die Hölle aus. Alter, das war der Wahnsinn. Was habe ich denn jetzt gemacht? Hä? Was war denn das jetzt? Ach so, ja. Die Zeit ist abgelaufen. Na dann schiebt man deinen Arsch hierher. Dem Boy zerrissen. Na, alles bestens. Jetzt kann ich dem Blut frönen. Naja.
Ah, nee. Den... Darf ich eine wegschmeißen? Das wiegt das Xeno 800 Gramm. Was hau ich weg, verdammt. Und wir trinken erstmal. Wir trinken das erstmal aus. Die Knarre ist eigentlich auch Schrott. Eigentlich ist sie Schrott. Mist. Ui, 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 eine Corona hat der Trottel. Wer bin ich? Oh, 46. Ach, die Zeit schon wieder. Ach, das Xen kann auch weg. Das kann weg. So, jetzt regeneriere ich wenigstens wieder. So, wir müssen uns beeilen. Alter, was war das?
So, ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich jetzt noch brauche. Was ist das? Wir haben die Quest noch nicht fertig, weil uns wahrscheinlich noch eins fehlt. Ein einziger fehlt uns noch. Keinen Stress machen, das schaffen wir locker. Keiner da. Jetzt kann man wegen dieser einen Popelpresse noch mal rein. Möglicherweise wäre im Roto Customs noch einer gewesen, aber das... war jetzt zeitlich nicht. Aber 6000. Was? Ich habe 4 PMCs umgelegt. Hä? Naja.